Ja, dieses sogenannte Real Life kann ein sehr beängstigender Ort sein, ich weiß. Und das sehen auch einige von euch da draußen so und das mit Recht. Denn in diesem sogenannten Real Life, da passieren oft furchtbare Dinge, ja. Und ich finde, es gibt so Dinge im Alltag, die einem passieren können, so Situationen, furchtbare Situationen, da wünscht man sich lieber einen kettensägen-schwingenden Irren, weil der wäre weniger schlimm als diese Situation. Ja, und ihr seid jetzt mit Sicherheit auch verwirrt, ja, und auch zu Recht, ihr kleinen verwirrten Mäuse, und fragt euch bestimmt, ja, Entschuldigung, aber was soll denn bitte ein bisschen gruseliger sein als ein Verrückter, der eine Eishockey-Maske trägt und versucht, mich mit einer Machete zu köpfen, Entschuldigung? Kannst du mir das mal erklären? Ja, ich glaube, da bist du mir nämlich eine Erklärung schuldig in dem Punkt. Aber da kann ich nur sagen, ja, vielleicht ist so ein messerschwingender Irrer ein bisschen gruselig, aber ist euch schon mal das Smartphone aus der Hand auf den Boden gefallen? Hallo? Wie furchtbar ist das bitte? Dieser Moment, wenn ihr nicht wisst, ist es kaputt gegangen oder ist es noch ganz? Mein Gott, weil es liegt auf dem Gesicht und man kann es nicht sehen. Furchtbar. Schrecklicher Moment. Ja gut, okay, ich weiß, es gibt sowas wie Bumpers, okay. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, man kann ein Handy auch mit einem Bumper kaputt machen. Ja, zweimal in einem halben Jahr. Nicht, dass mir das jetzt passiert wäre. Einmal aus der Hand und einmal die Kellertreppe runter. Mit Bumper. Aber das mit den Handys ist ja eh immer so eine Sache, denn ich finde, man kann da auch schon mal sehr schnell in der ein oder anderen Situation den ein oder anderen Schreckmoment verleben. Malt euch mal folgende Situation aus. Ihr seid gerade bei WhatsApp dran, ja, und schreibt so ein bisschen und wollt vielleicht über eine Person lästern oder irgendwas Versautes schreiben. Und ihr tippt so und schickt die WhatsApp ab. Wollt dann nochmal schnell den Mailverlauf von euch und der Person checken und geht so hoch und guckt so und denkt so, das ist nicht das Profilbild. Das ist nicht das Profilbild! Ich habe die Nachricht an die völlig falsche Person geschrieben. Nein! Nein! Und die Häkchen werden blau. Nein! Ich muss in ein anderes Land umziehen und meinen eigenen Tod vortäuschen. Ein weiterer sehr furchtbarer Horrormoment in meinem Alltag ist für mich übrigens auch in Verbindung mit meinem Smartphone, wenn dieses klingelt. Ja, und manchmal liegt das Handy noch so auf dem Gesicht, während es klingelt. Und dann nehme ich meine Hand und greife danach. Und dann... Wieso? Warum ruft mich mein Chef an? Bin ich entlassen oder habe ich Scheiße gebaut? Kriege ich eine Abmahnung oder muss ich Zusatzarbeit verrichten? Nein, nicht rangehen, nicht. Aber was, wenn ich nicht rangehe und der böse wird und ich dann eventuell zurückrufen muss? Ich kann es doch nicht ignorieren. Der Horror. Das ist mindestens eine fast genauso schlimme Situation wie die, wenn man auf der Straße irgendwie so unterwegs ist und man läuft so und es kommt einem eine Person entgegen, die man kennt, aber die man voll nicht leiden kann. Und man will gerade so, weil man will mit der Person natürlich nicht reden, die Straßenseite wechseln. Zu spät, zack. Oh nee. Da hat er euch dann schon gesehen und kommt auf euch zu und will mit euch reden. Oh Menno. Und dann müssen wir auch reden. Diese ganze Sache ist so unangenehm und für mich auch immer ein sehr furchtbarer Schockmoment, wenn diese Person einen dann gerade gesehen hat und eigentlich nur noch an Unannehmlichkeit und Schockhaftigkeit zu steigern mit der Gegebenheit, dass man diese Person trifft und die kennt einen, oder beziehungsweise man trifft halt eine Person und die kennt einen und man weiß überhaupt nicht, wer das ist und die erzählt und erzählt und erzählt und man muss die ganze Zeit irgendwie so, man weiß einfach nicht, wer es ist, man weiß natürlich auch nicht, wie die Person heißt. Hallo, du, es ist total schön, dich hier zu sehen und deine Nachricht von dieser Sache, bin ich total dabei gewesen, werde sein. Das ist immer so ein Drumherum, diesen Namen nicht nennen zu müssen, den man ja nicht weiß.
Für mich ist eine ganz bestimmte Situation im Alltag auch mit einem sehr großen Schockmoment verbunden, regelmäßig, und das ist folgende. Nämlich, wenn ich irgendwo bin, so keine Ahnung, ich sitze irgendwo und warte und ich langweile mich ganz furchtbar, oder ich bin in einem Gespräch und langweile mich sehr furchtbar und ich greife so zu meinem Smartphone und gehe auf irgendeine App und will so aktualisieren und nichts geschieht. Internet weg. Nein! Also es ist fast so schlimm, wie wenn das Internet zu Hause weg ist. Das ist das Grauen. Ich muss übrigens gerade so währenddessen feststellen, dass irgendwie furchtbar viele Schreckmomente in meinem Leben mit meinem Smartphone zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Ich weiß nicht, geht es euch da ähnlich? Also habt ihr auch die meisten Schreckmomente in eurem Alltag an eurem oder in Verbindung mit eurem Smartphone? Ja, vielleicht habe ich ein Problem. Aber es gibt noch einen weiteren sehr schrecklichen Moment, den ich öfter im Alltag verleben muss. Und der ist meistens dann, wenn ich an der PC oder an der Konsole sitze und zocke und plötzlich aus heiterem Himmel ein Endboss, bam! Ich kann das einfach nicht. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich stehe da, habe den Boss vor mir, kriege schwitzige Hände, dann spielt irgendwie noch diese Bossmusik, die er sich dann auch immer so ein bisschen ändert. So, und dann bin ich einfach so aufgeregt und dann erschrecke ich mich so furchtbar. So, Boss, nein! Ah, ich will wieder zurück ins Spiel laufen, aber es geht nicht. Es gibt nur diese eine Richtung. Übrigens, hier jetzt Überleitung des Todes einfügen. Mir ist heute leider keine gute eingefallen. Aber dafür habe ich ein Gewinnspiel. Ah, rastet aus! Und zwar haben die lieben Menschen von dem Label Nox Amy, und hier kann man das sehen, hier so, mir ein paar Shirts zur Verfügung gestellt und ich fand die ein bisschen geil und habe gesagt, können wir da nicht vielleicht so eine kleine Community-Verlosung machen? Und die haben gesagt, ja! Und genau das machen wir jetzt! Ah! Zwei von euch, nämlich gleich kleinen Füchsen da draußen, zwei von euch, können nämlich ein Shirt oder auch ein Tanktop ihrer Wahl von der Seite gewinnen. Mhm. Da müsst ihr aber schon ein bisschen was Krasses für tun, nämlich den Hashtag Nox Amy in die Kommentare hier below the Video schreiben. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr gerne vielleicht auch noch was Lustiges dazu schreiben. Das müsst ihr nicht, es ist auch nicht Bedingung, aber dann freue ich mich beim Kommentar lesen. Und alle weiteren Infos findet ihr einfach in der Infobox hier unten, ab und zu mal reinklicken. Und ich würde sagen, in dem Sinne, ich bin weg. Bis dahin, tschüss!